Die Ferien sind vorbei. Für die Tanzschüler der Pariser Oper beginnt wieder das Leben in der anderen Welt, in der nur der Tanz regiert. Eine Schneeballschlacht machen? Na gut, aber bitte keine Schneebälle ins Gesicht. In der Ballettschule der Pariser Oper sind die Weihnachtsferien vorüber. Der stürmische Beifall, mit dem die Schüler und Schülerinnen bei der Aufführung im Palais Garnier bedacht wurden, klingt ihnen noch in den Ohren. Pass auf, da ist es rutschig. Genug jetzt, wir gehen rein. Kommt essen. Behütet wie Rohdiamanten verleben die kleinen Ballettratten ihre Jugend in einem schützenden Kokon. Quatre garçons, quatre filles qui se souviennent. C'est quoi cette organisation là? Bah, oui. Comment on appelle ça deux personnes ensemble? Un couple. Un couple. Das erste Mal sind sie meist noch ein bisschen unbeholfen. Aber das gibt sich. Oft lasse ich sie einander an den Händen fassen und frage sie anschließend, ob sie davon kleine grüne Punkte oder anderes auf der Haut bekommen haben. Das hilft ihnen, ihre Berührungsängste zu überwinden. Voilà. Mit 12 Jahren beginnen die Mädchen und Jungen im Folklorekurs erstmals auch zusammen zu tanzen. Sie sollen lernen, auch Partner zu sein. Bei den 14-Jährigen wird dieser Teil der Ausbildung im Charaktertanz, einer Unterart des klassischen Tanzes, weitergeführt. Je suis large, j'ai des pectoraux immenses et je suis fière de moi. Oh, que je suis beau! Et les filles! C'est léger, comme une brise. Et vous regardez les messieurs, vous passez par entre comme si c'était des poteaux. Hein? Donc vous les regardez, c'est vos partenaires, vous les aimez bien. C'est parti, à partir des filles. Ich finde es viel besser, mit einem Jungen zu tanzen. Man lernt voneinander und es entsteht eine echte Verbundenheit. Das ist viel interessanter. Beaucoup plus intéressant, en tout cas. Ça, c'est un coup de sang. Tu t'es énervé, là. D'un coup, tu t'énerves. Et tu t'énerves. Et tu cries ton énervement. D'accord? Et là, c'est un coup. Comme un élastique. Charaktertanz wird an allen großen Ballettschulen unterrichtet. Diese Disziplin gehört fest zum klassischen Repertoire. Sie ist ein wenig wie die lebhafte Schwester des klassischen Balletts, die ein bisschen Feuer in den akademischen Stil bringt. On ne souffre pas. C'est un exercice de séduction. Les filles, parlez-moi d'amour avec vos pieds. Sentez-vous les reines du monde? Je caresse ma jambe. Décontracté, lumineux. L'œil pétillant. Soutenez quand même les coudes. Soutiens tes coudes. Hop, croise bien tes mains, croise bien tes mains. Jade. Beim Charaktertanz kann man wirklich mehr aus sich herausgehen. Man denkt nicht immer nur an seine Beine, seine Arme, den Kopf,
sondern mehr an den Ausdruck, das Gesamtbild. Und das macht Spaß. In Frankreich habe ich viel über den künstlerischen Ausdruck gelernt. Zum Beispiel beim Épaulement. Der Arm geht vor und die Schulter muss folgen. In Hongkong hingegen machen wir einfach so. Oder so. C'est comme si quelqu'un me tirait par l'épaule et le bras vient ensuite. Stop, 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 stop. Bah dis donc, ton partenaire, sa tête, elle est là. Regarde les beaux yeux bleus qu'il a. Bah regarde-le dans les yeux. Ne regarde pas le nombril. On double d'énergie quand on se regarde dans les yeux. Penche, 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 penche. Nach den Schönheitskriterien des klassischen Balletts müssen die Jugendlichen vor allem eins sein: gärtenschlank. Und das ist gerade in der Pubertät nicht immer einfach. Bis später. Bis später. Der nächste bitte. Da achten wir sehr drauf. Ich wiege sie, messe ihre Hautfaltendicke und berechne den Körperfettanteil. In dem Punkt sind wir wirklich sehr pingelig. Irgendwann nehmen alle ein bisschen zu. Dann kommen die Rundungen und so. Deswegen achten die Mädchen in meinem Alter sehr auf ihr Gewicht, dass sie keinen Hüftspeck ansetzen und solche Sachen. Wie alle mache auch ich mir große Sorgen, ob meine Figur so bleibt, dass ich Profitänzerin an der Oper werden kann. Stimmen die Proportionen noch? Sieht es noch harmonisch aus? Es ist schlimm, wenn sie zunehmen, weil das ihre Bewegungen verändert. Sie bekommen Schwierigkeiten bei den Sprüngen. Auf der Spitze wirken sie schwerfällig. Es ist einfach nicht mehr dasselbe. Linsen. Aha. Langsame Zucker. Welche Aufgabe haben Sie? Sie liefern Energie. Eigentlich sind Pommes frites ja Kartoffeln, aber sie schwimmen in Fett. Aber wenn ich weniger Reis esse, ja? Ist das dann weniger Zucker? Natürlich. Verstehe. Natürlich. Und das hier? Ich weiß es. Ja? 5 Portionen Obst und Gemüse. Ich glaube, in dieser Gruppe. Es stimmt, eines der Auswahlkriterien bei der Aufnahme sind langgliedrige Mädchen. Die neigen schon mal nicht zur Körperfülle. Wer von euch genießt das Essen? Ich! Fälle von Anorexia nervosa, die psychologisch betreut werden müssen, sind zum Glück ausgesprochen selten. Manchmal verordnen wir ihnen einfach eine längere Pause und schauen, wie es sich entwickelt. Körpergröße. Körpergröße und Gewichtskurve. Sieh dir das an. Da bin ich 3 Zentimeter unter einen gewachsen. Und da habe ich 4 Kilo zugenommen. Seit ich in dieser Schule bin, habe ich insgesamt gleich viel an Gewicht und Größe zugelegt. Ihr beiden Giraffen. Die größte Sorge der Jungs ist es, zu klein zu sein. Da die Tänzerinnen mit jeder Generation größer werden, sollten die Tänzer in einem Ballettensemble mindestens 1,75, 1,80 messen. Weniger als 1,70 ist für einen Jungen nicht mehr ausreichend. Ich mache mir keine allzu großen Sorgen, weil ich weiß, dass ich noch nicht ausgewachsen bin. Das kommt noch, hoffe ich. Ida, weißt du, wo der Muskel ist, der die Hüfte beugt? Hier? Hier? Also eher an der Vorderseite der Hüfte, im vorderen Hüftbereich. Der Psoas Major oder große Lendenmuskel ist ein extrem tiefer Muskel. Um das Bein höher als das Schambein heben zu können, muss er sehr viel weiter oben ansetzen. Genau wie Leroy gesagt hat. Und zwar an der Wirbelsäule. Genau hier. Ja? Wenn ich mir in der Vorwärtsbewegung nun vorstelle, ich stehe völlig sicher und mache meinen Rücken ganz lang,
kann mein großer Lendenmuskel ganz anders arbeiten, um das Bein zu heben. Joli pied derrière, les filles. Voilà. Vous êtes des cygnes. Comme si vous vouliez vous regarder dans le lac. Vous êtes apeurés. C'est une aile pour vous protéger de ce prince qui arrive avec son arbalète. Vous connaissez l'histoire mieux que moi, presque. Bien, les filles. Un, deux, et un, et deux. Oh, les deux sont bien, c'est sûr. Vous discutez entre vous? Attention. J'en fais. Ça va, là? Oui. On en fait une autre plus... Oui, alors une autre... Allez, on y va. Durch hartes Training werden die Muskeln der jungen Tänzer mit jedem Jahr kräftiger, ihre Schultern breiter. Die Körper rüsten sich für ihre großen Rollen als Prinzen, Soldaten oder Faune. Sie strecken die Beine und recken die Hälse, um eines Tages als Schwan, Prinzessin oder Elfe auf der Bühne zu stehen. Auch wenn es die Pointe, Entrechat und Grand Jeté sind, die ihre Körper formen, in der zweiten Klasse stehen auch andere Tanzformen auf dem Stundenplan. Dernière. Vous regardez pas dans le miroir. Vous restez absolument hypnotisé par votre propre image dans le miroir, mais du coup, aucun lien entre vous et l'espace qui vous entoure. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Der zeitgenössische Tanz war anfangs ein bisschen komisch. Das ist so vollkommen anders. Die Bewegungen kommen sehr viel mehr aus dem Bauch und dem Rücken. Demi-pointe, point. Demi-pointe. Tac, 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 appa, et tac. Laissez l'articulation des genoux et des hanches faire leur travail. Der zeitgenössische Tanz ist sehr viel freier und intuitiver. Man versucht, die Bewegung zu erspüren. Dabei werden ganz andere Muskeln beansprucht. Es geht mehr um die Gesamtheit der Bewegungen als um einzelne Schritte. Die Beziehung zum Boden ist eine ganz andere als beim Ballett. Zumindest für die Mädchen. Im Ballett müssen sie sehr viel auf die Spitze. Deshalb ist es anfangs ein bisschen ungewohnt, schon allein, weil sie barfuß sind. Und dann die Fußarbeit, das sich fallen lassen und die dynamischen Absprünge. C'est ça, Mario. Joli. Même si ça va vite, c'est dans le sol. Racler le sol. Racle. Non, au ras du sol. Chut. Oui. Das A und O ist nicht daran zu denken, was dir gefällt, wenn du in den Spiegel schaust, sondern an einen Weg, der dich zu der Bewegung hinführt. Et. Der zeitgenössische Tanz lässt mir mehr Freiheiten. Dadurch ist der Druck nicht so groß wie bei den klassischen Ballettfiguren. Die Bewegungen kommen direkt aus dem Bauch. Ich lasse mich da völlig reinfallen. Der zeitgenössische Tanz ist eine gute Vorbereitung auf das umfangreiche moderne Repertoire des Ensembles. Das reicht von Galotta bis Pina Bausch, über die Neoklassik, Foresight, ein weites Feld. Daher müssen sich die Schüler mental darauf einstellen, die unterschiedlichsten Stile und Ausdrucksformen anzugehen. Puissant autant que le plié. Voilà. Bien. Tenez, tenez, ne lâchez rien.
Durchhalten, niemals nachlassen. Auch beim Essen ist eiserne Disziplin gefragt. Zwischendurch ist was Süßes zwar erlaubt, aber alles in Maßen. Es ist ein Spagat zwischen Tradition und moderner Welt. Und das strenge Programm lässt den Jugendlichen wenig Raum für ihre Träume und Nöte. Da kommt die Choreografiearbeit gerade recht, um sich mit den wichtigen Themen auseinanderzusetzen. Sie ist eine Powerfrau, aber auch sehr einfach. Eine einfache Powerfrau, das ist ja kein Widerspruch. Nein? Überhaupt nicht. Auch eine einfache Frau kann etwas bewegen. Erste Frau an der Technischen Hochschule Anne Chopinet 1976. Das hatten wir schon bei Punkt 1, Beispiel bedeutender Frauen. Eine ähnliche Einstellung findet man bei den ersten Feministinnen, insbesondere in den 70er und 80er Jahren, die soziale Gleichberechtigung forderten und deren Ziel es nicht mehr nur war, den Männern zu gefallen. Sehr gut. Im Ballett begegnet man häufig einem veralteten Frauenbild, wie dem der hübschen, zarten Elfe. Aber das passt heute nicht mehr. Nicht nur im zeitgenössischen Tanz, auch im klassischen Ballett muss es starke, selbstbewusste Frauen geben, die eine Persönlichkeit haben. Aber wie soll man den Liebesakt im Ballett poetisch darstellen? Ich weiß es nicht, wie ich das formulieren soll. Elegant und konkret. Ja. Saint-Jean Perse spricht von der Meereswelle, genau wie Baudelaire. Das Ballett heißt nun mal Petite Mort, der kleine Tod. Eine Metapher für den Orgasmus. Darauf geht er gar nicht ein, aber nennen wir das Kind doch beim Namen. Okay. Heutzutage kann man das, da ist doch nichts dabei. Das ist die erste sexuelle Andeutung. Das Spiel der Kräfte, Gewicht, Gegengewicht. Der eine hängt vom anderen ab, das findet man häufig im Ballett. Diese Ziehharmonika oder Wellenbewegung. Sie kommt immer wieder. Da, genau so. Sie umschlingen einander als Ausdruck ihrer Verbundenheit. Körper an Körper. Ihrer Intimität. Was ist mit dem Schluss? Ja? Ich mache den letzten Teil. Ja. Und das ist unser Schluss. Ja, klar. Niemals nachlassen. Das gilt auch für die schulischen Leistungen. Der Aufsatz wird bewertet und fließt in die Note der Fachprüfungen ein, die alle Schüler in der Abschlussklasse ablegen müssen. Und die zählt für die Abiturnote. Das macht mich nervös. Die beiden da drin lachen. Das läuft offenbar ziemlich cool. Es ist 7. Wie habt ihr den Ausschnitt beendet? Einfach mit das war's, oder was? Ja, genau. Das war's. Zu schön. Eins, zwei, drei. Wieso bin ich so eine Null? Muss ich Farbe bekennen? Ja. Wer sich Jade verliert? Nein, ich. Nein, warte. Das kann doch nicht sein. Klar sind wir hier irgendwie eingesperrt. Auch wenn das Vorteile hat in puncto Sicherheit und so. Trotzdem fragt man sich manchmal, ob man da draußen nicht was verpasst. Auf eure Zimmer, Mädchen. Ja. Husch, Miss Salome. Runter auf die eigene Etage. Wir sind den ganzen Tag am selben Ort, in derselben Klasse, manche sogar in demselben Zimmer. Wir hocken rund um die Uhr aufeinander. Jeden Tag dieselben Gesichter. Und das seit 5 Jahren. Da kennt man draußen nicht so viele Leute. Wir leben wie unter einer Käseglocke hier an der Oper. Das Tanzen ist unser Leben. Unsere Idole sind die großen Solisten. Der Rest ist nicht so wichtig.
Einigen graut vielleicht sogar ein bisschen vor dem Wochenende. Sie sind in der Schule so sehr eingespannt, dass sie sich zu Hause Luft machen müssen und alles rauslassen. Aber nicht alle können damit umgehen. Das ist weder die Schuld der Eltern noch der Kinder. Sie leben in unterschiedlichen Welten und haben sich wenig zu sagen. Ich laufe meinen Freunden und Freundinnen aus der alten Schule noch oft über den Weg. Aber ich traue mich nicht, sie anzusprechen. Irgendwie fühle ich mich ausgeschlossen, wie aus einer anderen Welt. Meine Freunde schauen mich oft schief an, wenn sie mich sehen. Sie sagen, du bist so komisch. Und ich sage, so bin ich eben. Wir driften immer weiter auseinander. Ich beschäftige mich mit ganz anderen Dingen. Und am Wochenende habe ich wenig Zeit. Daher sehe ich kaum jemanden. Ich fühle mich extern gegenüber nicht besonders wohl, weil wir so viel braver sind und bei uns alles so streng geregelt ist. In anderen Schulen geht es sehr viel lockerer zu. Das macht mich manchmal ein bisschen neidisch, aber auch unsicher. Einmal im Jahr öffnet die Ballettschule der Oper ihre Pforten für andere Schulen. Die meisten jungen Gäste haben noch nie ein Ballett gesehen. Schüler tanzen für Schüler. Es ist eine Begegnung zwischen zwei Welten und zwei Kindheiten. Ja. Und so sieht der Alltag an unserer Ballettschule aus. Jeden Morgen von 8 bis 12 Schule und nachmittags Tanz, Musik, Schauspiel und vieles mehr. Sie haben auch Ferien und spielen Fußball genau wie ihr, aber sie haben ein strammes Pensum. Ich hätte nicht gedacht, dass sie am Ende singen würden. Da ist doch alles so streng. Deswegen war ich erstaunt, dass sie überhaupt Spaß haben. Sie haben toll getanzt. Das Lied war gut. Ich habe mich gewundert, dass es in der Ballettschule Nutella gibt. Sind die auch am Wochenende allein hier mit den Lehrern? Dürfen sie denn ihre Eltern anrufen? Vertragen sie sich gut? Die Mädchen und die Jungen. Die Mädchen und die Jungen? Wieso können die eine riesen Karriere machen? Sie machen eine andere Ausbildung als das, was wir in der Schule lernen. Man muss das wollen und an sich glauben. Sie sind schon sehr diszipliniert und fleißiger. Genau. Sie haben eine tolle Zukunft. Sie trainieren sehr viel. Mit der Peitsche. Lauf, trainier. Sie hatten richtig rote Gesichter und man konnte sehen, wie sie sich angestrengt haben. Das war bestimmt nicht leicht
und ich hätte da keine Lust zu. Ich fand es einfach super. Ich könnte zum Beispiel niemals von 8 bis 18 Uhr auf einem Stuhl sitzen und den Lehrern zuhören. Immer nur lernen. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen. So wie sie uns dafür bewundern, dass wir tanzen, bewundere ich sie dafür, dass sie so lange stillsitzen können. Wir ticken irgendwie anders. Die Ballettschule ist wie ein Kokon, in dem sich die Jugendlichen gleichzeitig sicher und gefangen fühlen, erfahren und realitätsfern. Doch für nichts in der Welt würden sie mit den anderen tauschen wollen. Zumal sie schon bald wieder auf der Bühne stehen, in ihrem ersten richtigen Ballett.